Vor genau 6 Jahren wurde Halid Yozgat von Neonazis in seinem Internetcafé in der Holländischen Straße 82 in Kassel erschossen. Zum Gedenken an diesen Tag kamen am Karfreitag rund 300 Menschen und legten Blumen und Kränze nieder. Auch Hans Eichel, ehemaliger Finanzminister, war unter den Gästen. Angehörige trafen sich zum Gebet. Yurttaşlarımıza, kardeşlerimize, bütün insanlığa böyle bir acı bir daha tattırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu yaşanan acının birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını bizlere nasip eyle. Oberbürgermeister Bertram Hilgen sprach davon, dass nicht nur Kassel, sondern auch alle anderen betroffenen Städte den Opfern der Mordserie ein Denkmal setzen werden. Ich bin froh, dass meine Kollegen aus München und aus Nürnberg, aus Heilbronn, aus Dortmund, aus Rostock und aus Hamburg unsere Initiative aufgegriffen haben und wir in jeder Stadt an der geeigneten Stelle, das wird hier gegenüber sein, ein Denkmal für die erschossenen Mitbürger aufzustellen. Anschließend wurden auf dem Pfiffendeckelplatz, der dem künftigen Halidplatz direkt gegenüber liegt, mehrere Reden gehalten. Bertram Hilgen, der aus Frankfurt angereiste türkische Generalkonsul und der Vater des am 6. April 2006 ermordeten Halid Yozgat, erinnerten an das Opfer. Diese Entscheidung und sie mindert nicht.